Manche verschmähen ihn ja auch als ein bisschen Salonkomponist, aber ich glaube, die meisten sind schon drüber hinweg. Das nächste Stück ist in gewisser Weise, wie ich finde, auch sehr anspruchsvoll. Es ist die Vokalise. Eine Vokalise ist ja ein Musikstück, also ein Gesangsstück, bei dem der Text einfach weggelassen würde. Das hat Rachmaninow einer ganz tollen Sängerin, war das ja, wann, wie heißt sie, war das ein Lehrer oder so? Also es tut mir leid, also ich kann das nicht auf Russisch. Jedenfalls war sie ganz toll, in Russland, seine Lieblingssängerin. Und die hat auch versucht, die russische Oper so nach vorne zu bringen, auch international, hat sie dann Konzerte gegeben. Und Rachmaninow hat ihr also ein Stück sozusagen gewidmet. Und da hat er zu ihr auch gesagt, dass sie so toll singen würde. Wir erhöhen den Druck jetzt hier natürlich. Dass sie so toll singen würde, auf jeden Fall. Dass sie eigentlich ohne Worte mehr sagen kann, als manche Leute mit Worten. Und er selber konnte das, er hat auch mit dem Cellisten mal das geprobt, mit Pjatigorski hat es unendlich oft immer gespielt, weil es ihm offenbar selber so gefallen hat. Also hier ein ganz emotionales Stück, also Sie haben vielleicht auch gehört, dass die russische Musik oft ja traurig ist und auch sehr emotional, und das hört man natürlich wirklich ganz besonders. Vielleicht gefällt es Ihnen ja nicht, aber mir schon. Danach gibt es noch das berühmte Cis-Moll, das berühmte, was er schon mit 19 geschrieben hat, was also richtig donnert und dann notfalls die Ohren zu halten dann. Hat man früher auch viel im Stummfilm eingesetzt, also dieses Prolyt. Da hatte man ja keine Tonspuren und hat dann Klaviere oder Orgeln gehabt und möglichst dramatisch immer den Film illustriert. Und das hat man mit dem Prolyt, was danach kommt, eben auch fleißig gemacht. Ja.
Station. Der russische Beamte spricht, es kommt jetzt noch ein Klavierstück. Ich war auch mal in Russland, ja, mit meiner Mama, da kamen wir zurück und da hatte auch mit dem Zoll was zu tun. Da war ein riesiger Stapel von Samovars. Die durfte man nicht einfach so ausführen, ohne Genehmigung oder vielleicht ohne Bestechung, wie ja vorhin schon erläutert wurde. Jedenfalls, erstmal beim Hinflug war lustig, man sollte seine Koffer abholen, das war ein Riesenzimmer und die Koffer waren alle da reingegangen. Das hat völlig gedauert, wir waren ein ganzes Orchester, bis wir die Koffer hatten. Das hat, ja, dann auf dem Rückweg, wie gesagt, ja, die Samovars alle und dann hatte ich noch ein Erlebnis von Petersburg, also ich war zweimal da. Da sind wir ins Flugzeug gestiegen, sollten abfahren. Das ist jetzt wahr, die Geschichte. Das Flugzeug startete aber nicht, blieb stehen. So, nach einer Viertelstunde brachte man uns Weißwein. Also Flugzeug. Das Flugzeug dachte nicht daran, irgendwie abzuheben. Noch 20 Minuten später brachte man uns Rotwein. Da dachte ich, ich laufe mal, was da los ist. Ich ging durch das ganze Flugzeug bis nach vorne. Da war hinter den Piloten war einfach ein Loch im Flugzeug. Also sie hatten da eine Klappe aufgemacht. Über dem Sitz von den Piloten war ein riesiger Bauplan von dem Flugzeug und die waren irgendwie am Rumschrauben. Okay, dann dauert das nicht mehr so lange, das Ding hob wirklich ab und wie Sie sehen, bin ja da. Okay, jetzt meine Damen und Herren, das bestätigt uns wieder darin, lieber mit der Eisenbahn zu fahren. Thank you.
der russische Beamte spricht den deutschen Autofahrer an. Alkohol, Zigaretten. Nein, bitte zweimal Kaffee. Tief im Herzen Sibiriens, da liegt der tiefste und älteste Süßwassersee der Welt, der Baikalsee. Unzählige Lieder besingen dieses heilige Meer der Russen. Er ist kristallklar und wie ich mir auch vom Publikum habe bestätigen lassen, kann man bis zu 40 Meter tief durch das Wasser zum Grund schauen. Ja, und das liegt daran, dass dort kleine Miniaturkrebse im Wasser leben, die das Wasser besonders gut filtern. Im Winter, da hat man früher die transsibirische Eisenbahn über das Eis mit Pferden gezogen, also die Waggons übers Eis gezogen mit Pferden, und im Sommer wurden die Züge mit Fähren ans andere Ufer gebracht, denn sonst hätte man ganz schön lange gebraucht, um am Baikal sozusagen vorbeizukommen. Die Eisdecke ist 1,5 cm dick und jetzt kommt die wichtigste Sportart am Baikal. Eisangeln. Eisangeln. Ja, jetzt stellen Sie sich mal vor, jetzt habe ich überlegt, meine Damen und Herren, wenn jetzt so ein Herr wie Sie kräftig eine 1,5 Meter Eisdecke durchhackt, um an seine Fische zu kommen. Also ich habe mich gefragt, wie ist das möglich? Es ist ganz einfach, hat mir ein Mann aus dem Publikum erklärt. Es wird mit einem Bohrer, werden Löcher ins Eis gebohrt. Also wenn Sie noch was Wissenswertes haben, ich bin immer bereit, neue Informationen in mich aufzusaugen. Also Eisangeln, das wichtigste Hobby, und da gibt es sogar Meisterschaften. Aber nun noch einmal für Sie das einsame Akkord.